Servus Leute, ich hatte da so ein bisschen was erreicht. Hier nochmal ein Dank an die Leute, die es mir zugeschickt haben. Ist alles wohlbehalten angekommen, also Gruß an Fitz und Gruß an Dennis. Natürlich habe ich es gefilmt, das Unboxing, war ja klar. War aber da bei einem Freund, der sich mindestens genauso über die Dinger gefreut hat wie ich, denke ich mal. Ja, am besten, ich blende jetzt mal kurz das Video ein vom Unboxing. Dann, Servus Leute, das musste ich jetzt noch kurz machen, diesmal in einer anderen Location, aber wir wollen beide wissen, was hier drin ist. Einmal ein Paket von Dennis und einmal ein Paket von Fitz. Ist in beiden fast das gleiche drin, würde ich sagen. Fitz wird jetzt wahrscheinlich sich schon wieder am Kopf kratzen. Obwohl, nee, er müsste eigentlich wissen, was es ist. Spätestens, wenn ich es jetzt sehe. Ach so, und das immer besser. Also, es wird seinem Ruf mehr als gerecht. Das bedingt auch den Inhalt dieses Pakets. Weil von Dennis kommen ja immer nur die guten Sachen. Auch wenn er immer viel zu viel reinpackt. So, dann stellen wir mal runter. Dennis, wir hatten eigentlich nur ein Messer ausgemacht. Es war ein sehr hochpreisiges, aber nur eins. Vielen herzlichen Dank schon mal. Ein Hultafors. War ich noch mal gespannt drauf. Sehr cool. Track and Travel. Handwash. Okay. Ist das Seife? Ist ja cool. Aber das ist ja wichtig. Da ist noch irgendwas. Da muss ich gleich mal schauen. Oh, sehr geil. Obwohl ich schon fast glaube, dass ich das an das mal ranmachen werde. Ich fand das Messer nämlich so genial, dass es jetzt die zweite Version gibt. Da werden wir doch gleich mal testen, ausgiebig. So, das war die Nummer 1. Also hier lagen eben mal locker flockig mindestens 1000 Euro auf dem Tisch. Ihr werdet gleich noch das zweite sehen. Vielen Dank, Dennis. So. Danke, Fitz, dass ich sofort sehe, wo man solche Pakete öffnet. Das ist Granate. Nee, ich habe nicht in den Tisch eingeschnitten. Das wäre es noch. Möchte ja noch deinen Tisch bezahlen. Hier geht irgendwas auf. Wie öffnet man solche Pakete? Muss die Nein. Lasche rausziehen. Ja, denke ich auch. Und hier wahrscheinlich noch schnell. Genau. Ich hoffe, alles ist wohlbehalten angekommen. Ich denke mal schon. War auch sehr cool. Wir haben heute eine leere bekommen aus leeren Stahl. Leeren Stahl ist sehr hart. Und draußen war ein Aufkleber drauf: Vorsicht, zerbrechlich. Da haben wir uns auch herzlich drüber amüsiert. Zur Hölle. Viel Spaß, Fitz. Vielen Dank. Und, das kenne ich sogar. Na, aufmerksame Beobachter, wo hat man das schon mal gesehen? Sehr cool. Aber ihr wollt ja alle wissen, was in diesem Pouch ist. Nein, es ist kein Polfors. Kleine Bruder oder die kleine Schwester, je nachdem. Auch sehr cool. Und Ebenholzeinlagen. Abgefahren. Okay. Und der Traum meiner schlaflosen Nächte. Das Original. Sehr, sehr cool. Okay, dann müssen wir auch gleich. Also ich werde das alles dann nochmal extra zeigen. In dem extra Video. Jetzt packen wir noch in das letzte Paket rein und dann fangen wir hier mal an mit Fummeln. Hier weiß ich nicht, was drin ist. Ja. Das ist für einen Gag für die Arbeit. Eine Bootsmannspfeife. Okay, war's das? Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell bis zum nächsten Mal und ciao. Und wir fangen jetzt an mit Fummeln. Ja, willkommen zurück. Sehr geiles Messer. Kati gefällt es übrigens auch sehr gut, was mich ein bisschen gewundert hat, da sie normalerweise nicht so der Fan ist von großen Messern und schon gar nicht mit den Mustern drauf. Also, naja, gut, lassen wir es mal so dahingestellt. dann habe ich den Lanyard, der hier beilag, vielen Dank nochmal an Dennis, gleich mal mein derzeitiges EDC gemacht. Und wollte aber eben mal zeigen, das wird jetzt meine Aufgabe in den nächsten kommenden Minuten, Stunden vermute ich mal nicht. Das ist das Abenzer mit dem Carter Inlays. Ein guter User, wie wir hier sehen können, das stört mich aber herzlich wenig. Ich finde, das gibt den Messern geradeaus mal Charme und ich stehe auch drauf, wenn Leute ihre Messer auch benutzen und nicht nur in die Vitrine legen. Dennis hat aber auch schon gesagt, er mag es, wenn seine Messer ein bisschen strammer eingestellt sind. Das ist nicht so meins. Also bei meinem derzeitigen habe ich es auch so gehandhabt, weil das geben die Messer locker her. Das heißt, wir werden jetzt dieses Messer mal einem Spar-Treatment unterziehen. Ich bin auch nicht so der Fan von den grau mattierten Titanschalen. Werden wir mal schauen. Natürlich nicht übertreiben, aber die ganze Sache mal aufmachen, reinigen, ein bisschen abziehen. Die Klinge werde ich jetzt wahrscheinlich nicht gleich schärfen. Die sah noch ganz gut aus. Vielleicht mal über den Leder ziehen, mal sehen. Okay, dann werde ich jetzt hier unterbrechen und sage bis gleich. So, jetzt kommen wir der ganzen Sache schon etwas näher. Also man sieht, da hat sich einiges an Kram gesammelt. Das werden wir jetzt alles mal entfernen. Das ist aber ganz normal. Und für alle, die es nicht kennen, das werde ich es mal hier auf ein Tuch legen. Was eine sogenannte Bushing Pivot ist. Und zwar habt ihr an dem Achsloch noch mal so einen Ring sitzen, auf dem oder an dem sich praktisch dann die Klinge dreht. So, jetzt werde ich die mal reinigen und dann sehen wir uns wieder. So, direkter Vergleich. Wenn ihr noch so dunkle Stellen hier habt, also mich stört das herzlich wenig, ich will dann nicht so viel abtragen. Wir wollen wirklich nur die Oberfläche reinigen. Aber ich denke mal, das sieht doch schon besser aus als das von eben. So, und weiter geht's. Und wieder zurück. Die Schalen habe ich jetzt abgetragen, man sieht auch hier vorne, Kratzer, die drauf waren, sind weg. Schalen sind gereinigt. Hier ist, glaube ich, noch ein bisschen was übergeblieben. Ja, so ganz leicht sieht man noch den Schimmer. Clip ist auch soweit okay. Restliche Hardware habe ich jetzt gerade aus dem Ultraschallbad genommen. Und jetzt heißt es wieder zusammenbauen. Klinge hatte ich auch nochmal gereinigt. Die werde ich gleich nochmal abziehen und dann sehen wir uns wieder. Und so, ich habe fertig. Ja, man sieht's. Wie gesagt, die Kratzer habe ich rausbekommen. Die Schalen sehen wieder sehr gut aus. Hier oben hat man noch so leichte Spuren. Aber ich wollte jetzt nicht zu viel abtragen. Der Clip sieht auch wieder ganz ordentlich aus. Wie gesagt, die andere Hardware hatte ich eben im Ultraschallbad. Die sieht auch wieder gut aus. Da ist der ganze Kram rausgekommen. Ja, ich erspare euch jetzt mal das Bild. Ich habe jetzt die Achsschraube so fest angezogen, wie es geht. Also wirklich so fest, wie es geht. Und ich habe die zwei Imbusse verwendet, also gegeneinander gedreht. Also so viel dazu. Ihr werdet es nicht schaffen, dieses Messer so fest anzuziehen, dass sich die Klinge nicht mehr bewegt.
Das funktioniert nicht. Also so genau sind die Chris Reef gefertigt. Wenn ihr die Dinger wirklich sauber gemacht habt und habt die Washer mal abgezogen, könnt ihr das Ding so fest anziehen, wie ihr könnt, ohne dass natürlich der Schraubenkopf abbricht, das ist klar. Und es wird trotzdem immer noch das passieren. Und das ist Fertigungsqualität. Das denke ich mal, jetzt versteht ihr auch so ein bisschen meine Passion für die ganze Geschichte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob mir der Lanyard hier hinten gefällt, ob ich den jetzt hier dran lasse. Also es ist mit einem Original-Pin befestigt. Ich habe noch, da ja Dennis so großzügig war und hat mir den Ersatz mitgeschickt, habe ich ja noch hier einen Originalen. Ich soll mir mal die Hände waschen. Einen Originalen. Ich dachte mir mal, komm, ich probiere es mal mit einem Skull. Könnte mir ja drunter schreiben, ob es gefällt oder ob es nicht gefällt. Aber ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Das Messer ist jetzt absolut sauber. Es ist gut eingestellt. Da ist null Spiel. Die Klinge fällt. Das Einzige, aber da muss ich nochmal mit Stein dran. Ich habe jetzt die Klinge abgezogen. Die sieht sehr gut aus. Aber da sieht man es. Hier sind zwei Chips drin. Die habe ich auch nicht rauspoliert bekommen. Also jedenfalls nicht mit dem normalen Leder. Da werde ich mir nochmal mit dem Stein rangehen müssen, aber das Ding ist jetzt bockscharf, also von daher, mal sehen. Ja. So, das war mal wieder der Messerstriptease inklusive Spa-Behandlung. Könnt ihr mir drunter schreiben, ob es euch gefallen hat oder wenn irgendwelche Fragen sind. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Dennis, ich hoffe du auch. Du siehst, ich habe es gut behandelt. Ja, können wir nochmal daneben legen. Plain Jane gegen Micarta Inlays. Obwohl das ja auch was hat. Ob ich das auseinandernehme, weiß ich noch nicht. Da habe ich ein bisschen Angst vor dem Kugelkran. Nicht wahr, Fitz? Sehr schön. Okay, das war es dann auch schon wieder. Belassen wir es dabei. Ich habe übrigens festgestellt, wie rum man das Ding wirklich benutzt. Okay, dann sage ich wie immer allen noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen, eventuell bis zum nächsten Mal. Ach ja, und ich werde mir jetzt eine schöne Zigarre specken lassen. Vielen Dank an Axel. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja, ich werde mir jetzt noch was Schönes Rauchbares schmecken lassen. Sage, ciao.